Mein Name ist Orana Dimmich. Ich wohne in Berlin-Schöneberg in der Nollendorfstraße 28, einem Haus, das in der Kaiserzeit, Ende des 19. Jahrhunderts, als Mietshaus errichtet wurde. Zu den ersten Bewohnern gehörte eine Familie Grossmann, die im Frühjahr 1898 hier eingezogen ist. 44 Jahre später musste als letztes Familienmitglied Martha, die Mutter, das Haus verlassen. Sie wurde nach Theresienstadt deportiert. Für Denkmal am Ort 2021 möchte ich an die Familie Grossmann erinnern. Viel wissen wir nicht über diese Familie. Ihre Geschichte zu erzählen, gleicht daher einer Spurensuche. Der Familienvater Jonas Grossmann wird 1856 in Schlesien geboren. Er stammt aus einer kinderreichen jüdischen Gastwirtsfamilie. Jonas Grossmann besucht die Fürstenschule in Pless und legt dort sein Abitur ab. Es folgt ein Studium der Medizin. Als Nervenarzt und Spezialarzt für Suggestionsbehandlung gehört Grossmann zu einer Reihe von Ärzten und Wissenschaftlern, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts neue Methoden wie Suggestionstherapie, Hypnose und Psychoanalyse in die klassische Medizin einführen und um ihre Anerkennung kämpfen. 1892 gründet Grossmann zusammen mit dem Schweizer Wissenschaftler und Arzt August Forel die Zeitschrift für Hypnotismus. Zu den Autoren gehört auch der Wiener Psychoanalytiker Sigmund Freud. In den 1890er Jahren verlegt Jonas Grossmann sein Wirkungsfeld nach Berlin. Er eröffnet in der Courbierstraße eine ärztliche Praxis. Offensichtlich erfolgreich. Es wird von großem Zutrauen zu dieser Praxis berichtet, von Equipagen, die sich vor dem Haus aneinanderreihen und von vielen wartenden Patienten. Vermutlich lernt Jonas Grossmann in diesen Jahren seine spätere Ehefrau Martha kennen. Martha Deutsch, Jahrgang 1865, ist gebürtige Berlinerin. Im Frühjahr 1898 kann das Ehepaar in dem soeben fertiggestellten Mietshaus Nollendorfstraße 28 eine große, repräsentative Wohnung beziehen. Die Räume sind groß genug, um auch die medizinische Praxis aufzunehmen. Hier im Haus wachsen die drei Grossmann-Kinder auf. Die Söhne Kurt und Rudolf und die 1903 geborene Lotte. Kurt, der ältere Sohn, besucht die freie Schulgemeinde Buschgarten bei Fürstenwalde an der Spree. Hier werden nach einem reformpädagogischen Konzept Jungen und Mädchen gemeinsam unterrichtet. Die Schwerpunkte liegen auf Sport, praktischen Tätigkeiten und Kunst, vor allem Musik. Rudolf, der zweite Sohn, erlernt den Beruf des Kaufmanns und eröffnet einen Handel mit Chemikalien. Er heiratet Susi Aronheim, die aus Gleiwitz stammt. Lotte, die Jüngste, heiratet den Kaufmann Max Löwe. 1929 kommt in Berlin ihr Sohn Gerhard zur Welt. Jonas Grossmann erlebt die Geburt seines Enkels nicht mehr. Er stirbt 1928 und wird auf dem jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee beerdigt. Mit der Etablierung der NS-Diktatur beginnt auch für Familie Grossmann die Zeit der Bedrängnis und Verfolgung. Die Grossmann-Kinder verlassen Deutschland. Kurt gelingt die Flucht nach Argentinien. Rudolf erhält für sich, seine Frau Rosi und seine Schwiegermutter Hedwig Aronheim Visa für die USA. Im Mai 1940 erreichen sie New York. Das Exil jenseits des Atlantiks rettet die Söhne Grossmann vor dem deutschen Genozid an den Juden Europas. Lotte mit Kind Gerhard kann im Juli 1938 ihrem Mann Max Löwe in die Niederlande folgen.
Letzter Wohnsitz der Familie ist Utrecht, wo Gerhard im Februar 1942 seine Bar Mitzwa feiert. 2 Jahre später werden Max, Lotte und Gerhard Löwe nach Theresienstadt und weiter nach Auschwitz deportiert und ermordet. Ihre Namen sind auf der Utrechter Gedenkmauer verzeichnet. In Berlin ist Martha Grossmann allein zurückgeblieben. Noch lebt sie in ihrer eigenen Wohnung, in die sie vor über 40 Jahren als junge Ehefrau und Mutter eingezogen ist. Hier hatte ihr Mann seine Arztpraxis, hier hat sie ihre Kinder großgezogen. Doch jetzt darf sie nur noch die kleinen Räume im Seitenflügel bewohnen. Die 2,5 Zimmer mit Küche sind zu einer sogenannten Judenwohnung geworden. Eines von ungezählten kleinen Ghettos, in denen die Nazi-Behörden jüdische Menschen zusammenfärchen, bevor sie zur Deportation abgeholt werden. Martha Grossmann hat vielleicht Glück im Unglück, denn eine Mitbewohnerin ist eine vertraute Person, ihre Schwägerin Flora Bingen. Die andere Mitbewohnerin heißt Rebecca Groß, geborene Schwersens. Aus der Gesellschaft ausgegrenzt, sieht die kleine Zwangsgemeinschaft einer beängstigenden Zukunft entgegen. Im August 1942 ist es soweit. Zuerst wird Flora Bingen von der Gestapo aus dem Haus geholt und nach Theresienstadt deportiert. Eine Woche später folgen Rebecca Groß und Martha Grossmann. Keine der drei alten Frauen überlebt das Lager. Im Jahr 2011 lässt die Hausgemeinschaft Nollendorfstraße 28 11 Stolpersteine für die Deportierten des Hauses verlegen, darunter die Steine für Martha Grossmann, Flora Bingen und Rebecca Groß. Im Juni 1969 beschließt der Berliner Senat, in der nationalsozialistischen Zeit verfolgte und aus der Stadt emigrierte Mitbürger zu Berlin Besuchen einzuladen. Diese Einladung nehmen auch Rudolf und Rosi Grossmann an. 1971 besteigen sie in New York einen Charterflug in die Vergangenheit. Zum ersten Mal seit ihrer Flucht 1940 sehen sie die Stadt Berlin wieder. In einem Bericht der Zeitschrift Aktuell wird das Wiedersehen der Grossmanns mit ihrem ehemaligen Wohnort beschrieben. Das alte Ehepaar steht vor dem Hause Nollendorfstraße 28 und schaut mit deutlich merkbarer Erschütterung auf das Portal. Alles wie früher, sagt sie. Und er deutet mit dem Finger auf das kahle, von 4 Schraubenlöchern flankierte Viereck an der rechten Seite. Hier war mein Firmenschild befestigt. Grossmann Chemikalien stand darauf. Ich habe es damals abmontiert, als wir fortgingen.